Showing now, wir werden nun zwei Saudad is my lover und Nguyen Chin Thi. Beide nehmen teil an der Veranstaltung mit bereits hergestellten Filmen und filmischen Arbeiten. Sie werden Auszüge der Filme zeigen. Die volle Version wäre zu lang. Und dann werden wir uns live mit Ihnen unterhalten. Sie sind zugeschaltet. Und das ist schon eine tolle Einführung in diesen Tag, denn das ist der künstlerische Teil dessen, was Nachhaltigkeit bedeuten kann im Umfeld und im Rahmen der Kunst. Wir beginnen mit dem Film von Saudad Ismailova aus Usbekistan.
Мамалар, папамалар айтады, ол кәтті теңіз, ода балық, шымылатын едейк. Кәрабілдар тұратын еді ол ерді. Оны вираждик, оның еғасты көбіклерін е шымылар едейк. Қошыда етар едейк ол теңізнен. Теңізнен кәрабіл келгенлері де мәзі қылып бізлер оның келгенді көріп отырар едейк. Мен өзім өңге не алмаймын, ішемеймін. Өз көзім мен көрмегесін әді. Білмеймін, өз дейінді қанды білген. Су қайт көлсе балы түліп өлмей келі, өлмейді. Су қойтса келі жақан бөлмейді, башқа ерге өлшеміз. Су тасыймыз деп болғаны, одан басқа ешілерсе жоқ, жүрді қиын. Бабым 7-8 есімден ашылыққа үйреткен. Жақсы алышқа үйреткен мәні. Әкем азында кетсе түсілерге, кешілерге таман келеді көп. Ертәге қам түшілі бұдады оны. Ертәге бар, алып келеміз. Шенге бар, нем бар, ұлда кетіп барадыр, суға түшіп біткен бар, кетіп барадыр. Қайықтың басында кетіп барадыр ойын. Аз төліп қолып, неге әлкен білмін. Көмпет ағалы суға түшіп кеттік. Терең еді қатты. Шүйді түшіп кеттін, әкем құты бар болды. Шүй ерді жүріп. Құртатылып атыма? Құл біләді, үлінген әкен қол. Үлінген әкен қол. Үлінген әкен қол. Ма, бес ма шығар едік. Өзім шығам. Сонмен үш қол. Қал. Маған шансын берейін ба? Ауа,
суыма су болмай қалды бұл жерде. Құрып қалды бұл жерлер. Енді 2 жылдан бері келіп тұрды әзір су жақсы. Мынаған ішетін іші болмайды. Әмесі жан жаққа кеттік, Қазақстанға кеттік өзі. Әзір құдаға шүкір яқшы. Қайтып су келеді деп ойлаймын сіздер. Баршылық қылады деп ойлаймын. Су болады енді. Жылдан жылға жақсы ғой қазір. Келіп жатыр су. Бұрынғыдай емес. Жоқ болады деп ойламаймын. 40 жылда ел өзгереді дейді ғой, сондай суым келеді. Құда қалайсы насып болса. Енді мына аралымыз толса, вообще жақсы болады. Hello everybody. Hallo, alle zusammen. So shall I just start speaking? Do you hear Soll ich einfach anfangen, etwas zu sagen? Können Sie mich hören? Hallo, Saudat. Vielen Dank, dass du uns diesen Film vorgestellt hast. Wir sind sehr, sehr glücklich, dass du jetzt hier sein kannst. Es wäre toll, von dir etwas zu hören über den Film, über die Idee hinter dem Film, der Aralsee und die Fischer, die hier eine wichtige Rolle spielen. Denn sie sind Teil der Gemeinschaft, die hier vom Aralsee lebt, der ja mehr oder weniger verschwindet. Danke sehr. Ja, es gibt zwei wichtige Punkte, die ich ansprechen möchte. Dieser Film, dieser Dokumentarfilm wurde 2003 gedreht, also fast vor zwei Jahrzehnten. Es ist ein Dokumentarfilm, der 52 Minuten lang ist. Für den heutigen Tag haben wir ihn auf 15 Minuten runtergeschnitten, um nur einen Einblick zu bekommen. Aber es ist eigentlich ein 52 Minuten langer Film. Das heißt, deswegen ist er jetzt ein wenig anders zusammengestellt. Was ich auch sagen möchte, ich bin jetzt in Taschkent in Usbekistan. Und wir haben hier gegenwärtig
Staub, Sand, so wie wir es noch nie hatten, und das ist sehr unbequem. Sollten Sie je den Film Interstellar von Christopher Nolan gesehen haben, dann ist das wahrscheinlich die nächste Assoziation, die man hier haben kann. Und gestern Abend hat es begonnen. Wir dachten ursprünglich, dass es sich um Nebel handelt, aber wir sind dann aufgewacht und alle Straßen, alle Bäume sind von diesem Staub bedeckt. Und heute Morgen beim Frühstück haben wir dann angefangen, darüber zu diskutieren, was der Grund hierfür ist. Das haben wir noch nie gesehen. Wir haben Eltern gefragt, wir haben ältere Mitbürgerinnen gefragt und niemand weiß es. Mein Vater hat gesagt, vielleicht kommt das vom Aralsee, aber ich glaube, es ist sicherlich etwas Größeres als das. Und wenn man über Usbekistan spricht, Zentralasien, dann ist es natürlich wichtig, sich die Geografie vorzustellen. Das ist ein Landstrich, der zur Sowjetunion gehörte. Heute sind wir ein unabhängiges Land zwischen China, Afghanistan, Russland und dem Kaspischen Meer. Wir haben also keinen Zugang zum Meer. Und Usbekistan ist das zweite Land der Welt, das sozusagen doppelt eingeschlossen ist. Um ans Meer zu kommen, müssen wir zwei Grenzen überqueren. Wasser ist deswegen für uns sehr, sehr wichtig. Und es war uns immer bewusst, wie wichtig und wertvoll Wasser ist. Und es ergibt sich auch aus den Traditionen in den Familien, dass wir gelernt haben, Wasser wertzuschätzen, wie man sich um Wasser kümmert. Und es gibt natürlich auch in unserer Kultur eine gewisse Angst vor Wasser, denn wir sind es nicht gewohnt, nah am Wasser zu leben. Usbekistan existiert aufgrund dieser beiden großen Flüsse, Amudarya und Sirdarya, die aus den Gletschern auch des Himalaya kommen. Und diese beiden Flüsse fließen in den Aralsee. Dort treffen sie sich, dort kommen sie zusammen. So sieht das von der Geografie her aus. Aber der Aralsee begann in den 60er Jahren schon aufgrund des Bewässerungsmissmanagements der Sowjets kleiner zu werden. Sie wollten eine Monowirtschaft erzeugen, nämlich eine Region, in der das weiße Gold erzeugt wird, so nannten wir Baumwolle. Die Flüsse wurden also umgeleitet, es wurden Kanäle geschaffen, um dort Wasser zur Verfügung zu stellen für die Bewässerung der Baumwolle. In den 60er Jahren konnte man dann also beobachten, dass der Aralsee immer weniger Wasser führte und bis zur Zeit der Perestroika, dem Zusammenbruch der Sowjetunion, da kann ich mich als kleines Kind noch daran erinnern, war diese Situation schon kritisch geworden. Und das ist natürlich ein großer See, der viertgrößte See der Welt, den wir häufig unser Meer nennen. Und dieser See trocknet aus. Im Film ist es interessant zu sehen, dass gesagt wurde, bis zum Jahr 2010 ist er vielleicht komplett ausgetrocknet, aber es gibt noch immer Wasser dort. Und ich habe vor ein paar Monaten einen Bericht gelesen, in dem es hieß, dass wahrscheinlich bis 2035 noch Wasser da sein wird. Und wir nennen es jetzt schon eine Wüste. Es ist die Aralwüste. Man nennt es nicht mehr den Aralsee, man nennt es jetzt schon die Aralwüste. Und natürlich hängt das mit der Wirtschaft zusammen, mit dem politischen Hintergrund des Landes. Die jüngste Geschichte spielt auch eine Rolle. Aber wir sind mit Carlos Casas dorthin gegangen, um diesen Dokumentarfilm zu drehen. Und ich hoffe, Sie haben gesehen, dass es eine unglaubliche Stärke der Menschen gibt, dieser Glaube, dass sie dort weiterleben können, dieser Glaube, dass irgendwie das Wasser wieder zurückkommen wird. Und sie bleiben dort auf diesem Land mit diesem Gottvertrauen. Und natürlich gibt es auch große Gesundheitsaspekte, die eine Rolle spielen. Ein weiteres Problem ist, wenn man dort ankommt, versteht man erst gar nicht, warum die Menschen dort weiterleben. Das ist mehr oder weniger eine Ansammlung von Geisterstätten und sie können nur überleben, indem sie die übrig gebliebenen Flussströme blockieren und dort fischen und sich von dem
ernähren, was sie bekommen. Das war ursprünglich eine Hafenstadt, 3 Stunden entfernt von den nächsten größeren Städten. Das heißt, wenn man dorthin kommt, hat man wirklich dieses unglaubliche Bild, diese Geisterpräsenz. Diese Stadt ist mehr oder weniger schon verschwunden. Man weiß nicht, man versteht nicht, was die Menschen dort machen. Und natürlich gibt es keine Möglichkeit, das Wasser zurückzubringen. Und wo liegt der Sinn darin, für die Menschen dort zu bleiben und weiter dort zu leben? Als wir diesen Dokumentarfilm gedreht haben, kann ich mich entsinnen, dass es viele Fragen gab. Es wurde gesagt, dieser Dokumentarfilm zeigt nicht die Katastrophe, diese wirklich kritische Situation des verschwindenden Sees. Aber wie gesagt, am Anfang waren wir an den menschlichen Geschichten interessiert, an der Geschichte dieser Fischer. Wir sind dorthin gefahren, haben sie im Laufe von 3 Wochen interviewt. Wir blieben auch wirklich im Haus einer dieser Fischerfamilien, haben mit ihnen gelebt. Und nicht nur, weil es keine Hotels gibt oder weil dort einfach die Bedingungen nicht existieren, aber es war auch gut für uns, uns den Menschen auf diese Art zu nähern und gemeinsam Zeit zu verbringen. Es gibt den Jumagul, einen alten Mann, der Kapitän war und sich noch sehr gut an den See erinnern kann. Er hat uns da viel erzählt. Dann hatten wir diesen Mann mittleren Alters, der seine Familie ernähren musste, und er fängt einfach nur noch ein paar Fische pro Tag. Dann gibt es natürlich auch noch das Problem des Alkoholismus, muss man sagen. Und wir hatten auch noch diesen jüngeren Mann, 20 Jahre alt, der diese Bootsruinen nutzt und die Metallteile herausschneidet und die verkauft. Also egal, was sie finden, sie nutzen es zu ihrem Überleben. Und das war die Situation 2003, als wir den Film gedreht haben. Und dann ist da noch dieser kleine Junge, der überhaupt nicht glaubt, dass es diesen See gab. Er sagt, warum sollte ich das glauben? Den habe ich selbst nie mit meinen eigenen Augen gesehen. Und diese 4 Charaktere waren sehr interessant. Und es war auch interessant zu sehen, dass sie die Hoffnung haben, dass das Wasser zurückkommt. Ein alter Mann hat gesagt, vielleicht, wenn das Wasser nicht mehr zurückkommt, finden wir Gas oder Öl und wir können dann hier weiterleben. Also jeder hatte seine eigenen Hoffnungen, seine eigenen Wünsche, dort weiterleben zu können. Das war auch interessant zu sehen, diese Verbindung des Menschen zum Land, zu dieser Umwelt, in der sie aufwachsen und aufgewachsen sind. Und das war mehr oder weniger das, was ich sagen wollte. Sollten Sie Fragen haben, können wir gern darüber sprechen. Und ich möchte aber noch hinzufügen, dass dies meine 2. Begegnung mit dem Aralsee war. Ich bin in Taschkent geboren und der Aralsee ist ungefähr 1200 Kilometer von meiner Heimatstadt entfernt. Die Karakalpak leben dort, also das heißt, das ist eine andere Sprache, die dort gesprochen wird. Und 2016 bin ich noch einmal zurückgekehrt, habe dort noch einmal Filme gezeigt, die mit dem Thema Wasser spielen, wie die Flüsse aus den Gletschern kommen und dann eigentlich noch versickern, ehe sie den Aralsee erreichen. Und dann habe ich noch ein anderes Werk dort gedreht, The Haunted, über einen Turan-Tiger, einen typischen dort in der Region angesiedelten Tiger, der an den Ufern des Aralsees gelebt hat. Amudarya und Sirdarya, an diesen Flüssen. Dieser Tiger ist in den 70er Jahren ausgestorben. Also all diese verschwundenen Aspekte in dieser Umwelt, in diesem Umfeld habe ich versucht, in meinen Werken zu fassen, dieses Fehlen von Dingen. Diese 3 Arbeiten, die sich auf dasselbe Thema beziehen, und ich werde dies auch weiterhin tun. Saudat, vielen Dank für den Film und die intensive Kommentierung, die Geschichten hinter diesem Werk. Das ist sehr wertvoll, denn ich muss sagen, die Situation des Aralsees ist zwar bekannt in der Welt, aber sich wirklich vorzustellen, was das bedeutet für die Menschen, die dort leben, die dort ihr Zuhause haben, die vom See leben als Fischer,
das ist etwas, was wir vielleicht aus der Ferne nicht verstehen können. Ich denke, ja, deine Erklärungen waren sehr gut und auch der Film ist sehr bewegend, muss ich sagen. Und obwohl das Thema bekannt ist, ist das doch so eine Art Augenöffner. Vielen Dank. Und ich würde noch einmal unterstreichen, was du gerade gesagt hast, dass wir auch gerne Fragen stellen dürfen, dass das Publikum Fragen stellen kann. Und ich möchte Sie hier im Raum auffordern, Saudat Fragen zu stellen, wenn Sie etwas fragen möchten, wenn Sie etwas sagen möchten. Wir können die Fragen, wie gesagt, auch übersetzen. Und vielleicht erhebe ich mich einfach, um zu sehen, ob ich Wortmeldungen sehe. Und wir haben eine Wortmeldung. Warten Sie eine Sekunde, bis Ihnen das Mikrofon gereicht wird, bitte. Guten Morgen, vielen Dank. Ich glaube, es ist immer eine Frage der Wirtschaft und des Geldverdienens. Aber wer ist denn verantwortlich heute dafür, dass Wasser aus den Flüssen entnommen wird? Sie haben ja die beiden Flüsse angesprochen, die in den Aralsee fließen. Und wer entnimmt heute dort das Wasser? Wer ist dafür verantwortlich? Ich glaube, es ist schwer, hier jemand Spezifischem die Verantwortung zuzuschieben. Wir sind vor 30 Jahren unabhängig geworden und in den vergangenen 30 Jahren ist diese Frage nicht gelöst worden. Denn da ist natürlich eine enorme Infrastruktur dahinter, dieses Bewässerungssystem. Wie kann dieses Bewässerungssystem in der kompletten Region verändert werden? Das ist entweder eine sehr große Investition. Es ist natürlich auch eine regionale Frage. Das ist nicht nur eine Frage, die ein Land betrifft. Der Aralsee befindet sich in Usbekistan und Turkmenistan entnimmt natürlich auch viel Wasser. Dann haben wir Kasachstan. Und als diese Länder unabhängig geworden sind, ist das natürlich eine wichtige Frage geworden. Das ist ein Konflikt, eine Frage, die zu einem Konflikt zwischen den Ländern führen kann. Da Wasser hier etwas so Wertvolles ist. Und in den 70 vergangenen Jahren, auch in der Sowjetunion, ist das so aufgeteilt worden, dass es heute wirklich sehr, sehr schwierig ist, die Situation wieder umzukehren. Ich weiß nicht, wie man dieses Problem heute lösen könnte, aber es gibt natürlich noch ein anderes Problem. Es heißt, dass 1979 ein Teil des Amu Darya-Flusses Afghanistan überschrieben wurde. Das war Teil der Politik Moskaus mit der Annäherung an Afghanistan. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie man diese Wasserlecks schließen kann. Natürlich ist es eine politische Frage. Dann ist es die Frage, wie man hier eine Lösung findet, wie man das Bewässerungssystem neu bedenkt. Dann auch die Frage der Baumwolle. Es wird jetzt gegenwärtig darüber nachgedacht, dass nicht nur über eine Monokultur zu lösen. Usbekistan war immer in der Vergangenheit auch sehr fruchtbar. Andere Getreide, Obst und Gemüsesorten sind dort angebaut worden. Aber es war dann diese Monokultur der Baumwolle. Und das ist gegenwärtig in einem Veränderungsprozess begriffen. Man konzentriert sich nicht mehr ausschließlich auf Baumwolle. Aber dieses Bewässerungsproblem muss mit den benachbarten Ländern gelöst werden, die jetzt auch unabhängig sind. Und ich denke, das ist keine einfache Frage. Saudat, vielen Dank. Die Frage der Monokulturen, und du sagst ja, man konzentriert sich nicht mehr nur auf die Baumwolle am Aralsee, aber in diesem Film ist das doch ein sehr wichtiges Thema und das wird auch später heute noch ein wichtiges Thema sein. Monokulturen im Regenwald in Indonesien, dort geht es um Palmöl und andere Landwirtschaftsindustrien. Auch das wird also, wie gesagt, nachher nochmal ein Thema sein, wenn
Fernando Garcia Dori von Inland über Eukalyptusbäume und die Monokulturen in Portugal und Spanien referieren wird. Also ist das etwas, was wir vielleicht nachher noch einmal im Panel diskutieren können. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, würde ich jetzt noch einmal ganz herzlich Danke sagen. Vielen Dank, Saudat.